Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Conan Exiles. Ja, ich habe überlegt, wir machen ein bisschen weiter in unserem Tempelbezirk, wie ihr euch ja vielleicht schon gedacht habt. Und ja, wie schon angedroht, habe ich unser Outfit mal ein bisschen martialischer gestaltet. So. Also nur den Skin darüber gezogen. Wir tragen immer noch die Legionsrüstung. Wir haben noch einen Dietrich. Wo wir jetzt rüber gehen, lasst uns noch mal eben in die Kiste gucken. Ja, Impulse. Jetzt glaube ich auch schon. Ich weiß nicht, das wievielte Mal. Yay. Da. Tierchen haben wir keine mehr drin. Einmal durch unseren Stall. So. Dann brauchen wir so Hunde rum, die laut sind wie ich weiß nicht was. Ich würde mich als erstes jetzt um diesen Bereich kümmern wollen. Faszinierend, dass es jetzt gerade wieder dunkel wird. Sollen wir uns aber erstmal nicht abhalten. Als erstes reißen wir das hier ab. Das kann bleiben. Düpp, düpp, düpp. So. Vorstellen, dass es so gewollt ist. So, Holz, Ziegel, Ziegel und Holz. Ja, ich weiß gar nicht genau, wie man sowas nennt. So ein Auditorium? Naja, so ein Platz halt, wo Reden gehalten werden. Oder gehalten wurden. Muss ich nur mal eben sehen. Ungeschickt ist immer. Ich stecke mir nur gerade die Maße so ab. Ich hier noch von der Außenwand hin. Oh.
erstmal zu. Kann sein, dass ich da hinterher nochmal einen Gang durchmache. Die Fackel kann man wegtun. Das weiß ich aber noch nicht. So, jetzt kommen wir oben. Erstmal. Ja, Hammer. So, hier müsste natürlich auch mal drauf. Nein, keine. Heck.
Oh, Entschuldigung. Und wieder ein total trockener Hals. Deswegen nehme ich auch eigentlich gerade nur auf. Und eigentlich habe ich schon geschlafen. Aber dann konnte ich nicht mehr schlafen, weil mein Hals so trocken war. Und dann habe ich mir überlegt, dann kann ich auch was bauen. Ich den da nicht hin. Was wir die erst machen. Ich mache hier erstmal zu. Ob da drunter noch mal irgendwas hinkommt, weiß ich so noch nicht. So. Nee, hier machen wir noch. Mal wieder weg. Das Quatsch, ne, aber da oben kriegen wir keine Sitzreihe mehr hin. Und da können dann theoretisch noch Leute stehen. Oh, das geht. Nee, echt jetzt? Nein. So. Jetzt können wir vielleicht... einfach nur... Kleine. Rednerbühne hier hin machen. Ja, ist sinnfrei, das Ding für uns jetzt so als Spiel, aber darum geht's ja nicht. Es soll ja einfach nur ein glaubhaftes Gebäude sein, das so ein bisschen ja, in die Welt von Cone hineinpassen soll. Oder könnte. Zumindest in meine Welt von Cone. Jetzt habe ich die falsche Fackel weggenommen. Wow. Okay. Würde ich jetzt erstmal so lassen. Und dann...
Wir schwören da schon wieder was. Eine Idee, aber warum kriege ich den da nichts hin? Das ist ja blöd. Ich liebe die Hunde, ehrlich. Die sind toll. Ich bitte auch darum, da nichts anzupassen an der Lautstärke oder so. Die sind einfach perfekt, wie sie sind. Was? Wie, das war nicht glaubwürdig. Moment. Nee, das ist toll. Jetzt nicht ganz das dabei raus. Toll, jetzt habe ich dem Hund auch noch eine Treppe gebaut. Oh nein. Ich schätze, da kriege ich nichts mehr. Ne? Bringt mich das gleich wieder auf die nächste Idee. Ich muss hier oben zubauen, sonst ist der Hund bald weg. Wir müssen irgendwo noch ein Gefängnis hinbauen. Vielleicht jetzt nicht direkt ins Tempelviertel, aber ich guck nur mal. Was haben wir hier? Das ist die Gerberei. Ne? Das heißt, Kartenraum, noch unser Haus, Taverne. Müsste ich mir mal von oben noch ansehen. Ich würde das. Also nur damit ihr meine Gedanken nachvollziehen könnt. Ich würde das oben rausziehen halt. Und dass dann eine Treppe nach unten geht und hier unten drunter so aus dem Arena-Gewölbe ein Gefängnis entsteht. Dass man nur von oben über eine Treppe oder so betreten kann. Sowas in der Art. Könnte man da vielleicht auch ein kleines Rad reinstellen? Mal gucken, mal gucken.
Ja, das so mit den Treppen hier in die ganzen Ebenen führen, das finde ich ja schon gut. Das gefällt mir. Stellenweise ist es noch ein bisschen leer. Aber ist jetzt halt so. Windgeschützte Fackel, wie sieht die denn aus? Hä? Was ist denn hier? Was? Warum? Ach, oh. Stand da nicht irgendwas von... Ja, ich bin wieder drauf eingefallen. Das sieht mir auch nicht zum ersten Mal. Tipp. Ich gehe mal davon aus, die bewegen sich nur auf unseren Struktur. Hoffe ich zumindest. Legi leg weg. Jetzt nur bitte nicht wieder deine letzte Fackel. Oder auch steht sie denn irgendwo? Das keine. Braucht man ein bisschen mehr Beleuchtung. Auch wenn es nicht lange Nacht ist. Aber vielleicht sterben die irgendwann mal auf. Machen wir mal eine Nachtfolge. So wie früher in der Schule. Eine Nachtwanderung. Eine Nachtfolge. Hast du das auch gemacht in der Schule? Nachtwanderung? Also auf Klassenfahrt. Lang hier. Ich will wissen, warum ich so einen trockenen Hals habe. Furchtbar. So, soll das jetzt auch erstmal reichen? An Beleuchtung. Jetzt gehen wir einmal nach oben. Gucken mal nach unserem Gefängnisplan. Ihr kennt das ja. Ich muss das jetzt erstmal wieder sacken lassen. Aber ich weiß sonst nicht, was ich da hin machen soll. Da wäre jetzt nur noch der Brunnen in Frage gekommen. Ich stelle mir doch zwei Tänzer an den. Keine Ahnung. Mal sehen. Jetzt gehen wir erstmal hier rüber.
kleines Ziel. Oder soll ich den Station setzen? Breite nehmen. Ja. Mal sehen. Jetzt machen wir eine Treppe. Kommt in die Tür rein. So. Tut mir leid, ich bin nicht so schnell. Ich Das hat eigentlich nicht so viele Foundations übereinander. Aber gut. Das sind jetzt drei. Drei. Das ist nur ein. Okay. Fensterchen. Wir müssen nicht kommen. Okay.
Und das ist wieder los. Ja, Gott. Diesen Leuten, diesen Feuer. Oder Licht. So. Maria. Das ist blöd, ne? Wenn der Verschluss... Der Verschluss für die Tür sollte schon offen sein. So viel Immersion muss sein. Immersion. Noch 30 Stellverstärkung. Alles raus. Hier weg. Ganz zu dir. Fortbildung. Nein, ich habe natürlich keine Angst vor mir. Ja, jetzt glaube ich gerade, das Fenster ist unnötig. Mal sehen. Ich würde ja gerne... Ich das jetzt... Da nicht dran, ne? Oder ewig hier. So. Dann die Ecke. So würde jetzt eine Zelle erstmal von außen aussehen.
müssen ja nicht alles nur überdachen. Bettrollen. Man sollte das eigentlich gut sein. Ja, so sehe ich es. So, ne? Nee, geht wieder besser. So sehe ich es besser. Wir müssen ja nicht mal alles doppelt machen. Ah ja, die Seite auch noch. Drauf. Geht mir nicht daran. Okay, finden wir später raus. Huh. Sagen wir mal hier. Ja, eigentlich schon. Das heißt, wir machen das hier mal wieder weg. Was ist das? Achso. Nee. Ach, das ist das Gewölbe. Alles klar. Da kriege ich aber keine Wand drauf. Das ist jetzt blöd. Das ist ganz schön blöd, ne? Hier oben ist es aber eigentlich auch egal. Aber... da ist da niemand hin. Dann
das hier. Gefängnis. Ja, 4 Zellen. Aber irgendwie fehlt da außen noch was. Da. Naja, und Wände. Guck ich gleich. Moment. Nein, da. Deckenverbindung. Ja, die müssen wir nicht nehmen, ne? Richtig? Nee, eigentlich nicht. Ja. Sieht aus wie die Sonne. Ja, besser als die normale Decke, würde ich sagen. Das ist nicht gut. Da machen wir nochmal hin. Nee. Wie? Nee. So, jetzt müssen wir mal eben hier von außen gucken. Theoretisch könnte man da auch noch eine Zelle reinbauen. Ne? Machen wir aber nicht. Kann sein, dass ich hier echt nochmal abreißen muss. Aber das würde ich dann in der Ruhe um Minute ohne machen. Und unter die Gewölbeteile erst nochmal komplett Decken und Wände ziehen, damit ich hier diese ganzen Unterschiede nicht habe. So 7, also wäre hier die Mitte. Weg. Zack. Ja, da. Hier machen wir da mal. Und dann würde ich vielleicht einfach noch eine Tür haben. Ohne Tür vielleicht.
dann können wir hier. Keine Ahnung. Nochmal einen riesigen Wachturm ausmachen oder so. Vielleicht auch kleine Schlafräume. So als, ja, als eine Art Kaserne. Ja gut, jetzt sieht es natürlich nicht nach nichts aus, ne? Von außen. Und ist eigentlich auch noch hässlich, weil ich überall die Lücken jetzt da habe. Ja, da muss ich nochmal abreißen. Oh Gott. Mist. Oder mache ich immer nochmal. Sollte ich aber doch irgendwie. Naja. Das ist ein Geheimgang quasi. Geheimgang in und aus unserer Stadt. Den kennt aber niemand. Der ist nämlich sneaky. Jo, haben wir heute wieder ordentlich Materialien verbraten. Ne? Für unser Auditorium und unseren Gefängnisklotz. Ja, wenn ich die Wände richtig habe, dann machen wir da auch die Yamatai-Wände drauf und dann kommt dann auch wieder ein Dach oder Wachturm, vielleicht zwei Wachtürme. Mal sehen. Aber ich denke, dann wirkt das auch gleich ganz anders. Als jetzt so in dem Zustand. Gut, ich würde an dieser Stelle die Folge beenden. Ich gehe jetzt gleich wieder rüber. Reiß das eben schnell wieder ab, naja, schnell, und baue noch die Wände richtig dazwischen, damit es dann auch vernünftig aussieht. Also, merken, bevor ihr Gewölbe platziert, immer die Wände und Decken zuerst fertig machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.